Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ein ganz kurzes Nachtragsvideo vom letzten Video. Ich habe heute vor ein paar Stunden ein Video rausgehauen. Dort sollte es eigentlich als Hauptthema mit zum Schluss kommen, das Thema Cross Progression. Und ich habe es zum Schluss einfach verpeilt. Ich war ein bisschen unter Zeitdruck, hatte noch einen wichtigen Termin. Und es ging unter anderem auch um eine neue Waffengattung. Sehr interessant. Schaut da nochmal rein, würde ich mich sehr darüber freuen, falls ihr das Video noch nicht kennen solltet. Es geht auch um einen Olympus-Teaser, um den Combine-Boat nochmal und so weiter und so fort. Ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant für all die Leute, auch wenn ich denke, dass das die wenigsten sein werden. Ich möchte nochmal erklären, was Cross-Progression ist. Schweres Wort, weil in den letzten vielen Videos waren immer mindestens ein, zwei Leute dabei, die immer mal gefragt haben, ob ich mal wieder was Neues weiß, weil ich über die letzten Seasons immer mal es angerissen habe, aber keine handfesten Informationen, wann es denn endlich kommt. Cross-Progression ist nichts anderes. Du spielst auf irgendeiner Plattform wie der PlayStation zum Beispiel, hast keinen Bock mehr auf den Kasten, weil ja der letzte Dreck vielleicht ist. Du willst auf den PC wechseln, auf die Switch und so weiter und so fort. Dann kannst du deinen Account darüber transferieren, damit du auch deine ganzen Skins, den ganzen Spaß, den du freigeschaltet hast oder auch dir erkauft hast, dann auf der anderen Plattform weiter zocken kannst. Nichts anderes ist das. Fakt ist, diese Funktion war für Apex Legends nichts vorgesehen und genau das ist nämlich das Problem, dass in ein Spiel wahrscheinlich, ich kenne mich mit so einem Technikkram null aus, aber Chad Grenier ist der Kollege hier, der sich da so zu Wort gemeldet hat, hat gesagt, das ist einer der Big Brains von Respawn, der hat gesagt, es ist in Planung, das ist ein sehr aktuelles Interview. Es ist in Planung, aber es ist noch ein weiter Weg bis dorthin. Er selber als Spieler wünscht sich diese Funktion selber, aber es ist in so einem komplexen Spiel nicht so einfach, diese Funktion vor allen Dingen auch meiner Meinung nach, denke ich, störfrei so zu implementieren, dass diese ganze Geschichte funktioniert. Ich würde es geil finden, wenn es irgendwann drin ist, aber ich denke, wir können uns davon verabschieden, dass wir weder in Season 9 noch in Season 10 diese Funktion bekommen. Das ist meine Theorie. Es klingt zumindest danach, als wäre es noch sehr, sehr weit weg. Ich finde es persönlich viel, viel wichtiger, endlich mal stabile Server, Soundprobleme und so weiter stabil zu lösen, dass das endlich mal läuft, bevor so eine Funktion, so eine Riesenfunktion ins Spiel findet. Das ist zumindest meine persönliche Meinung. Dann lieber erstmal auf der unbeliebteren Plattform, auf der man vielleicht schon großen Fortschritt hat, weiter zocken mit dem Wissen, dass die Funktion sowieso irgendwann kommt. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Ich jetzt selber bin ganz ehrlich, ich muss diese Funktion nicht haben. Ich finde es, wie gesagt, wichtiger, dass es läuft. Nochmal ganz kurz anreißen, weil das Problem ist immer noch und ich habe das Gefühl, dass es seit Dienstag, wo der Patch kam, der einiges Bugs behoben hat, wie zum Beispiel den Soundbug. Ich habe das Gefühl, gebt mir da auch mal eine Information in den Kommentaren, habt ihr das Gefühl, dass es seit dem Update noch schwieriger ist, in Apex Legends zu connecten und überhaupt in eine Lobby zu kommen? Bei mir ist es aktuell auch immer schlimmer geworden. Ich wollte gestern am Mittwoch habe ich gestreamt und ich brauchte 5 verschiedene Anläufe auf 5 verschiedenen Servern, bis es funktioniert hat. Frankfurt Mist, Belgien Mist, Amsterdam Mist, bei London hat es dann funktioniert, irgendeinen anderen Server habe ich noch funktioniert. Es gibt aber Leute, bei denen funktionieren genau diese Server, die bei mir nicht funktioniert haben. Also an alle den Tipp, bei denen das nicht funktioniert, wechselt die Server, startet das Spiel neu, wieder Server wechseln. Wenn es wieder nicht funktioniert, Spiel komplett neu starten, Server wieder wechseln. Weil wenn du einmal einen Server wechselst und es funktioniert nicht, kannst du nichts mehr drücken. Dann kannst du nur noch ins Hauptmenü gehen, das Spiel beenden und mehr wird dir da nicht möglich sein. Lasst mich das in den Kommentaren wissen. Eine andere Lösung diesbezüglich gibt es leider nicht. Ich weiß nur, dass Respawn immer noch an diesem Problem arbeitet. Das soll es von mir jetzt gewesen sein. Dem Video einen Daumen da lassen. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt und vergesst nicht, das Video von vorhin euch noch reinzuziehen. Die neue Waffengattung, die voraussichtlich bald kommt, sehr interessant. Das war's jetzt von mir. Haut rein, ciao.